Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Mein Name ist Christopher Lauer. Mein Name ist Ulrich Wehner. Heute haben wir mal wieder einen etwas anderen Einstieg. Ihr seht, wir sind noch immer nicht ganz so richtig dabei, aber wir lernen dazu. Heute, und das freut mich ganz besonders, das hatten wir ja beim letzten Mal schon angekündigt, haben wir zwei Frauen zu Gast, und zwar einmal Özlem Topçu und Hue Pham, beide Journalistinnen bei der Zeit. Eine macht gerade ein Sabbatical, hat sie im Vorgespräch gesagt. Ja, hallo. Hallo, hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, gar kein Problem, immer gerne. Ist ja schön, dass ihr gekommen seid. Das war ja so ein bisschen Überfall, ne? Weil eigentlich hatte ich nur dir, Özlem, eine Direct Message geschrieben auf Twitter, und dann auf einmal wurden schon alle Autorinnen eingeladen Ich habe von zurück dir. überfallen. Zurück, ja, genau, zurück überfallen, vielleicht auch ein schönes Thema der heutigen Sendung. Bevor wir anfangen, sagt Ulrich immer noch, was wir eigentlich so machen in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das heute vielleicht ein bisschen sparen können, Wir machen das ganz kurz heute. Ja. Und was wir heute genau machen, das ist ja auch etwas anders als sonst, weil wir eine ausgesuchtere Gruppe sind, eine bessere, breitere. Wir versuchen ja, dass sich der Gedanke beim Sprechen verfertigt, und das möchten wir hier heute auch tun. Der Grund, warum ich Özlem Topçu angeschrieben hatte, war, ihr hattet damals zusammen mit hier Hue und Alice Botha, die leider nicht da sein kann, ein Buch geschrieben, ihr neuen Deutschen. Und darum, wir neuen Deutschen. Wir neuen Deutschen. Und in dem Buch geht es um etwas, was wir in diesem Podcast schon extrem häufig thematisiert haben, nämlich zum Beispiel, wenn wir über Mesut Özil gesprochen haben oder über Kopftuchverbote oder warum Allmanns so sind, wie sie halt sind. Halt dieses Thema, wie diese Gesellschaft mit Leuten umgeht, die als anders wahrgenommen werden, so formuliere ich es mal, weil ihr seid ja auch hier geboren, aufgewachsen. Ihr habt darüber ein Buch geschrieben. Vielleicht machen wir so den Einstieg, dass ihr einfach mal ein bisschen erzählt. Das Buch ist von 2012, ist jetzt schon 7 Jahre her. Ich spoilere jetzt ein bisschen. Im Vorgespräch ist uns aufgefallen, dass die Themen, dass sie so richtig anscheinend nichts getan hat. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel Vorwegnahme. Schießt los. Was habt ihr gemacht? Was war eure Motivation? Und ja, vielleicht finden wir so einen ganz guten Einstieg. Also wir haben das Buch damals zu dritt geschrieben, weil es eine Sarrazin-Debatte gab. Und wir das Gefühl hatten, es reden immer nur andere über Leute wie uns und die tun uns in so eine kleine Schublade rein und alle sind gleich und alle sind wahrscheinlich kriminell und ungebildet oder so und eine Bedrohung für dieses Land. Und wir sind aber hier aufgewachsen oder auf verschiedene Arten hier aufgewachsen und hatten aber das Gefühl, wir sind ja Teil von diesem Land. Und deswegen haben wir auch dieses Buch Wir Neuen Deutschen genannt. Und was wir damit machen wollten, ist sozusagen über uns selber zu sprechen und dieses Bild ein bisschen differenzierter darzustellen. Dass es nämlich sehr viele Leute gibt in diesem Land, die zwar aus ausländischen Familien kommen und die nicht weiß sind, aber sie empfinden sich trotzdem als Teil von dieser Gesellschaft und sie fordern das auch ein. Ja, also genau so war es. Erschwerend hinzu kam damals, dass ich zum Beispiel diejenige von uns war, die sich mit der sogenannten Sarrazin-Debatte auch beruflich journalistisch auseinandersetzen musste. Zum Beispiel natürlich in Form von Artikeln, aber auch in Form mehrerer Interviews mit Herrn Sarrazin. Und es war immer so ein bisschen ambivalentes Gefühl zwischen, es nervt mich jetzt total persönlich, berührt mich auch sehr, was in diesem Buch steht und was für Thesen dort vertreten werden. In Sarrazins Buch. In Sarrazins Buch. Und gleichzeitig natürlich so die Standards und Werte, die mein Berufsstand so mir vorgeben, zu Recht einzuhalten.
Naja, aber dieses Gefühl, dieses Berührtsein von diesem Buch, was jetzt heute, ich weiß nicht, ob es heute noch so, so eine Schockwelle auslösen würde, wie es damals in vielen Teilen der Gesellschaft war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich bin da unsicher, weil vieles von dem, was der damals gesagt hat, geschrieben hat, heute eigentlich in vielen Debatten ganz selbstverständlich gesagt wird. Und ja, immer mit so einem Link, man wird das ja wohl noch sagen dürfen, oder das sind doch wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, und so. Naja, und im Nachklapp dieser, und wie ich es damals empfunden habe und auch selber recherchiert habe, war, dass durch die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft, die jetzt nicht in der Empfindung vieler, die so sind wie wir, nicht gerade sehr solidarisch war der Minderheit gegenüber. Eher so eine bisschen so eine abwartende Haltung. Vielleicht hat er ja recht. Ja, ist doch so. Wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Ja, genau. Haben viele den nochmal anders dem Land den Rücken gekehrt. Und teilweise galt es für mich auch. Viele, wir sind jetzt schon in diesem, Hoye sagte vorhin, Leute wie uns, wir sind jetzt schon direkt in diesem Wir und die Ding drin. Finde ich vollkommen in Ordnung, weil also irgendwie muss man es auch gemacht, ja, ne? Und uns aber das auch wieder in Frage gestellt. Also dieses, entschuldige. Nee, gar kein Problem. Dieses Wir und ihr haben wir selber, also den Graben vertieft, um Dinge zu erklären oder, ne? Mir ist es nur wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer, nein, und auch vor allen Dingen ich, verstehe, was du damit meinst, wenn du sagst, wir haben dem Land den Rücken gekehrt, dann meinst du Leute, die eigentlich, die mir fällt jetzt aus Ermangelung, dass ich eine ordentliche Sprache dafür hätte, die eigentlich hier in Deutschland aufgewachsen sind, sich als Deutsche empfinden, aber dann von den anderen halt eben als Ausländer behandelt werden. Solche Leute. Kinder von Einwanderern. Ja. Also die neuen Deutschen. Die neuen, ist der Begriff Deutschen weiterhin aktuell? Ich denke schon, der war auch schon vor unserem Buch aktuell. Also war nicht unsere Erfindung lang. Also wir beschreiben das auch im Buch, so sehr von uns sehr geschätzte Leute wie Naika Forutan zum Beispiel haben den auch schon wissenschaftlich geprägt und den gab es schon, den Begriff, und wir haben ihn quasi uns genommen und ihn auf unsere Biografien oder unseren Zugang zu dem Thema drüber gestülpt, ne? Und versucht, Dinge zu erklären, wie wir sie sehen. Weil unser Ausgangspunkt war, alle sagen, ja, irgendwie, ihr arbeitet bei der, oder haben damals gesagt, ihr arbeitet bei der Zeit und ihr seid irgendwie so angekommen. Ihr habt doch gar kein Problem mehr irgendwie so damit. Und wir haben eben mit dem Buch sagen wollen, nee, das kommt nicht drauf an, ob jemand... Ist das dieses Motiv... Jetzt seid doch auch mal ein bisschen dankbar, was man möglicherweise auch Frauen gegenüber so bringt, wenn es um dieses Thema Emanzipation und Frauenrechte und so geht, dass man sagt, ihr müsst nicht mehr jeden Abend kochen. Ihr könnt doch schon wählen. Ihr könnt doch auch schon wählen. Jetzt seid doch mal ein bisschen dankbar. Ihr arbeitet doch bei der Zeit. War es sowas? Naja, also... Ich persönlich höre... Und empfinde manchmal so eine Attitude, ja, durchaus. Und dann versuche ich mich natürlich auch immer zu hinterfragen, kommt das jetzt aus dir selber, aus so einem Kanacken-Minderwertigkeitskomplex, den du nie los wirst? Oder ist das tatsächlich etwas, was auch da ist? Also bei Reaktionen von Leuten, die eher der Mehrheitsgesellschaft angehören. Jetzt ist doch auch mal gut, ne? Wir müssen doch jetzt nicht immer darüber sprechen, dass ihr jetzt anders seid. Ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das ist da. Ich glaube, dass die Erwartung... Ihr dürft jetzt mitspielen. Da ist, dass man dankbar sein, man soll dankbar sein, dass du jetzt auch, du sitzt an diesem Tisch und dann wurde dir der Stuhl dahin gerückt und du darfst auch mal was sagen und deinem Redebeitrag wird auch zugehört. Und dann wird aber ein anderer Redebeitrag der Entscheidende sein. Aber es war nett, dass du auch mal was gesagt hast. Ich glaube, dass diese Einstellung schon bei vielen da ist. Und das bezieht sich
glaube ich, nicht nur auf sozusagen Leute, die Einwanderer sind der zweiten Generation, sondern es gibt es manchmal, es gibt dieses Gefälle, glaube ich, in ganz vielen Machtsituationen auch zum Teil zwischen Älteren oder Jüngeren oder eben tatsächlich auch Männern und Frauen. Also ich glaube, dass das etwas ist, was viele Leute kennen, dieses Gefühl einerseits, sich beweisen zu müssen, weil man nicht dazugehört, weil man nicht per se so ist wie die anderen. Und dann auch von der anderen Seite vielleicht auch manchmal aus Unbeholfenheit, manchmal vielleicht auch aus einem guten Willen heraus, dass man auch irgendwie, dass sie sich vielleicht auch eine Reaktion erhoffen, schon so eine gewisse Dankbarkeit. Wir haben euch doch aufgenommen, obwohl ihr anders seid. Dazu fällt mir gerade ein Beispiel ein. Also ich habe mich ja auch lange mit diesem Thema journalistisch befasst, Integration und so. Und früher, als es noch, ich meine, jetzt gibt es wenig Journalisten mit Migrationshintergrund. Früher, als ich Kind war, gab es fast eigentlich, sprich niemanden, gar niemanden, der in dem Bereich gearbeitet hat. Damals haben sozusagen die Deutschen über die Ausländer geschrieben. Es gab so Spiegeltitel aus den 70ern, Hilfe, die Türken kommen und so. Das stand auf dem Cover, die Türken kommen, naja, rette sich, wer kann. In den 90ern gab es doch noch das Boot ist voll. Das Boot ist voll, ne? Klar, gab es auch. Jetzt ist es so, jetzt gibt es einige Vertreter und jetzt, was ich mir ganz oft anhören musste, war, musst du das jetzt eigentlich machen, weil du Türkin bist? Musst du über dieses Thema schreiben, weil du Türkin bist? Also das schwingt so viel auf so vielen Ebenen mit irgendwie zum Beispiel, dass ich mir natürlich gar nicht aussuchen kann, was ich machen möchte. Es kann ja gar nicht sein, dass man freiwillig über so einen Scheiß arbeitet. Es muss irgendwie, alles muss irgendwie mit meiner Identität zusammenhängen. Ein Kollege, der Fachmann für Finanzpolitik ist, muss sich sicher nicht anhören, musst du das jetzt eigentlich machen, weil du, keine Ahnung, ein weißer heterosexueller Mann bist und alles weiß? Genau. So. Welcher Satz mir nicht aus dem Kopf geht, ist, was du ganz am Anfang jetzt gesagt hattest, mit dem das war eine Reaktion auf Thilo Sarrazin. Und ich mich gefragt habe, hätte es also dieses Buch gar nicht gegeben, wenn es dieses Sarrazin-Buch nicht gegeben hätte? Also war das mehr, also das ist jetzt, das soll jetzt kein, wie soll ich, wie, also ich meine das jetzt nicht, das soll jetzt nicht gemein sein, sondern das ist jetzt mehr so eine Kritik an diesem dann möglicherweise auch Verlagssystem oder ein weiteres schönes Beispiel daran, dass sich das halt überall auf allen Ebenen irgendwie reproduziert. Also dass ein Verlag nicht von sich aus darauf kommt zu sagen, oh, es gibt hier eine Gruppe. Ich meine, ihr habt dann Statistiken dazu, wie viele neuen Deutschen gibt es denn? Mhm. Ach so, um die 20%. Ja. Das ist relativ viel, ja. Ja, okay. Aber es ist nicht so, also es stimmt, es war sozusagen der inhaltliche Nährboden, auf dem wir dieses Buch konzipiert haben. Aber es ist nicht eine reine Abhandlung von Sarrazin, sondern das Debattenklima und wir haben dann sehr auch unsere eigenen Themen entwickelt durch viele Gespräche, die wir untereinander geführt haben und einfach festgestellt, dass es geht um so viel mehr als um diesen einen Mann. Es gibt auch in uns dann halt einfach so viele Themen, die man erst so erarbeitet, wenn man anfängt darüber zu reden, bis hin zu der Frage, irgendwie, was bedeutet mir meine Familie, was bedeutet mir meine Arbeit, warum ist mir meine Arbeit so wichtig. Was sind die Unterschiede zu meiner Familie auch? Ja. Ne? Also wie sind wir anders als unsere Eltern, also als die Einwanderergesellschaft? Die erste Einwanderergeneration. Ja. Ist das so ein Konfliktding dann an drei Fronten? Einmal mit der eigenen Familie, also da, wo man lebt, wo der Lebensmittelpunkt ist, dann möglicherweise mit den Leuten oder mit dem Land, aus dem die Eltern kommen und dann noch mit der Gesellschaft, in der man gerade lebt. Also
weiß ich nicht, in der Türkei wird gesagt, du bist keine Türkin, in Deutschland wird gesagt, du bist keine Deutsche oder von AfDlern sogenannten wird gesagt, du bist ja nur Passdeutsche. Und die Eltern haben aber auch nochmal irgendwas zu kritisieren, weil die auch noch irgendeine Vorstellung von Identität haben, der man aber dann auch nicht gerecht wird. Richtig, so in der Art? Muss ich mir das so vorstellen? Also ich hätte, auf jeden Fall. Also das versuchen wir eigentlich auch zu beschreiben. Ne? Also ja. Auch was unsere Eltern zum Beispiel als Diskriminierung empfunden haben oder wie wir festgestellt haben, eigentlich gar nicht empfunden haben. Zum Beispiel? Ja, ach, da gibt es so Szenen, die weiß ich noch aus meiner Jugend, irgendwie so eine, man steht bei C&A an der, oh, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Doch, wieso? Okay, na gut, ja, also ich glaube, es war, ich meine, wo kaufen denn, wo haben Ausländer eingekauft bei Aldi, bei C&A? Hertie? Ja, genau, ganz ist das noch klar. Und so Behandlung an der Kasse und wenn das Geld noch nicht stimmte und dann hat meine Mutter das Deutsch nicht verstanden und als kleiner Butcher stehst du da dabei und denkst, irgendwas ist jetzt hier komisch, also diese unhöfliche Art und das Duzen deiner Mutter und so, aber du verstehst es noch nicht ganz. Was da jetzt gerade geht. Was da jetzt gerade abgeht, genau. Aber was ich verstanden habe, meine Eltern haben ganz viele Situationen überhaupt nicht als Diskriminierung empfunden, die ich absolut als diskriminierend und ausgrenzend empfunden hätte, weil aus einem ganz paradoxen Grund, weil ich Deutschland eher als mein Land, in dem ich meinen Lebensmittelpunkt habe, sehe, während meine Eltern das nicht tun. Die waren und sozusagen ohnehin habe. Nicht dabei, oder war das so die Überlegung der Eltern, dass die ohnehin gar nicht dazugehörten? Genau, ja. Genau. Und aus dem Grund, so, wer weiß, wie lange wir noch hier sind, vielleicht gehen wir nochmal zurück. Wir sind ja nicht von denen, also so ist. Aber wir haben einen ganz anderen Anspruch an dieses Land. Ob wir uns jetzt nun als Deutsche oder deutsche Staatsbürger definieren, da gibt es natürlich auch nicht dieses konstruierte Wir. Es ist eine sehr individuelle Betrachtung. Ja? Also ich würde auch vielleicht eher sagen, es variiert leider auch ein bisschen von Laune zu Laune, von Diskurs zu Diskurs. Also am ehesten würde ich mich als deutsche Staatsbürgerin, als Staatsbürgerin dieses Landes begreifen. Das haben viele Eltern aus der Elterngeneration nicht getan. Ja. Sind deine Eltern, zählen ja noch zu dem Begriff, was immer das ist, Gastarbeiter. Genau. Ist das, sind die sind angeworben worden sozusagen. Genau, genau. Mussten dann einen Check machen. Ja, genau, mit Urintest und Zahn. Und Zahn. So. Betrachtung und Viehmarktmäßig mal gucken, ob da wenigstens so zwei Drittel aller Zähne da sind. Ja, und ob die krank sind, ob Krankheiten vorliegen. Ne? Und Gastarbeiter ist ein Begriff, ich weiß gar nicht, ob der in irgendwelchen anderen Sprachräumen eine Übersetzung gefunden hat. Das gibt ja diesen etwas spontiartigen Spruch, dass man sagt, Deutschland, das sind die einzigen, die ihre Gäste arbeiten lassen. Und Gast und Arbeiter ist ein gewisser Widerspruch. Also aus diesem Begriff Gastarbeiter kann man ja sicherlich vieles ableiten. Könnte man wahrscheinlich auch einen Podcast darüber machen, was ein Gastarbeiter ist. Was mich aber jetzt konkret interessieren würde, ist, ob sich deine Eltern selbst als Gastarbeiter bezeichnet haben, ob denen der Begriff bekannt war. Der Begriff war bekannt, aber meine Eltern haben immer gesagt, sie sind Arbeiter. Die haben sich eher so zur Arbeiterklasse gehörig gefühlt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, also als Gäste haben die sich nie gefühlt. Ne? Also das habe ich auch im Buch geschrieben. Meine Mutter zum Beispiel erzählte irgendwann so ganz nebenbei, so nonchalant, ja weißt du, also als ich habe sie dann quasi so interviewt, ne? Dann meinte sie so, ja also weißt du, am ersten Tag haben die Kollegen da in der Fabrik gefragt, wann wir wieder nach Hause gehen. Und an meinem letzten Tag haben sie mich das auch gefragt. Aber sie hat das gar nicht so als bösartig oder so empfunden, ne? Also, sondern, ja klar, natürlich fragt man, wann gehst du wieder in deine Heimat zurück? Während ich so irgendwie so einen Hals bekam dabei, für sie war das nichts Schlimmes, ne? Aber für mich war das sehr bezeichnend. Das habe ich mich jetzt gerade gefragt.
Oh, jetzt muss ich auch aufpassen, wie ich das formuliere, ohne dass hier gleich Stühle geschmissen werden oder so. Nein, es geht ja viel ums Aussehen, das dann irgendwie definiert, dass man als anders irgendwie wahrgenommen wird. Gibt es denn da einen Unterschied zwischen als, weiß ich nicht, türkisch-arabischstämmig wahrgenommenen neuen Deutschen und asiatisch irgendwie wahrgenommenen? Oder ist das alles genau dasselbe? Weiß ich nicht. Hast du andere Vorurteile erlebt oder ist es strukturell dasselbe? Also habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil zum Beispiel, was ich sehr bemerkenswert finde, Beispiel Berlin. Es gibt in Berlin eine sehr große vietnamesische Community, eine koreanische Community, eine chinesische Community. Das habe ich hier in diesem Podcast auch erwähnt, als ich aus China zurückkam und hier an der TU eine chinesische Doktorandin nicht wissenschaftlich betreut habe, aber ich war so quasi der Kontakt, wenn es mal irgendwie ein Problem gibt hier, dann melde ich bei dem, dann kann der dir irgendwie helfen mit so Zeug, ja. Und deren Mutter kam mal dann für 3 Monate nach Deutschland und ich sagte so, oh, spricht die irgendwie Englisch oder Deutsch? Und sie so, nö, aber in Berlin gibt's alles, kommst du alles auf Mandarin irgendwie klar, ja. Und in der öffentlichen Debatte, Stichwort Thilo Sarrazin, sind es halt vor allen Dingen Muslime, Türken, Araber. Und ich glaube, niemand käme auf die Idee zu sagen, oh, wir haben eine schlimme Parallelgesellschaft mit diesem Dong Xuan Center, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, in Berlin, da in Lichtenberg, ja, wo man dann ja auch sagen könnte, Parallelgesellschaft, was auch immer, aber da wird es dann irgendwie so exotisiert. Warum gibt es diesen Unterschied zwischen als asiatisch dann wahrgenommenen Menschen und als, ich nenne es mal, muslimisch wahrgenommenen Menschen? Also ich glaube, das muslimische, die Wahrnehmung von muslimischen Menschen sollte Özlem lieber sprechen, aber Erklären wir das. Als Fachmänner. Ich glaube, zwei Sachen kann man dazu sagen. Die eine Sache ist, als ich in Deutschland, als ich in Berlin aufgewachsen bin, gerade so in den 90ern und dann um die Wendezeit, war das Bild von den Vietnamesen in der Öffentlichkeit auch nochmal ein anderes. Also es gab ja auch die Anschläge in Rostock, Lichtenhagen, es gab irgendwie die Schimpfwörter wie Fidschis und so. Und es gab auch eine Zigarettenmafia, vor der mich unter anderem meine Mutter auch immer sehr gewarnt hat. Da gab es das schon auch ein viel negativeres Bild von Vietnamesen als heute. Ich glaube, heute ist es viel mehr, schwankt so zwischen so, die machen die ganzen Restaurants, Model Minority und das sind die, die so unauffällig sind. Und tatsächlich gibt es jetzt seit kurzem in der vietnamesischen Community unter der zweiten Generation auch einen Diskurs genau darüber, also über die Problematik, dass die Leute sagen, wir sind zu unsichtbar. Warum sind wir so unsichtbar? Mhm. Dieses Unsichtbare ist halt irgendwie einerseits sozusagen wahrscheinlich aus Sicht der Mainstream-Gesellschaft irgendwie unproblematisch und ach, die sind doch immer so fleißig und so, machen keine Probleme. Zahlen Steuern. Oder auch nicht. Ja, legen uns nicht auf der Tasche. Aber natürlich ist die Wahrheit, wenn man denn die Leute, wenn man da ein bisschen tiefer eindringt, ist es natürlich auch diese Gesellschaft viel differenzierter. Also zum Beispiel gibt es ja überall diese Nagelstudios, wenn man da mit den Leuten spricht, das sind ja ganz oft so ganz junge Frauen, die das machen, irgendwie um die 20 vor 2 Jahren, 4 Jahren irgendwie aus Zentralvietnam herkommen, die haben kein Deutsch gelernt, weil die sofort angefangen haben zu arbeiten. Und es gibt auch diese Community wandelt sich, aber es fällt, glaube ich, eben nicht so stark auf, weil wir weniger sind und weil diese Community offenbar irgendwie weniger
weniger nach außen in Erscheinung tritt, auch weniger Forderungen aufstellt, sondern die Leute sind sehr, also gerade die erste Generation ist einfach sehr, und dann gibt es dann doch die Parallele wie zu dem, was Özlem erzählt hat, die sind einfach nur daran interessiert zu arbeiten, um Geld nach Hause zu schicken, die Eltern, die Leute in den Blumenläden, in Restaurants, Nagelstudios, ja, einfach nur arbeiten. Mich interessiert nochmal der Ausgangspunkt für das Buch, nämlich die Sarrazin-Debatte. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das so der Kristallisationspunkt. Und wenn ich es weiter richtig verstanden habe, hat diese Debatte bestimmte Gefühle ausgelöst. War damit ein Gefühl verbunden, ich vermute ein Gefühl der Nicht-Dazugehörigkeit, der Ausgrenzung, so ungefähr. Wenn ich das ansatzweise richtig verstanden habe, würde ich mich... ist weiter meine Vorstellung, dass das ja auch weitergegangen ist. Die Sarrazin-Debatte hat ja nicht geendet und die Thematik war damit vom Tisch und man hat gesagt, da gab es Sarrazin, der hat zwar da irgendwie ein bisschen komisches Zeug erzählt, aber das ist jetzt auch gut, ist weg. Gibt es diese Sarrazin-Gefühle laufend und woran entzünden sie sich? Ist das dasselbe Gefühl, wenn Horst Seehofer Ankerzentren einrichten möchte? Ist das... Die will er ja nicht für die zweite Generation einrichten, aber ich finde, ich könnte mir vorstellen, das Gefühl löst es auch aus. Gibt es weitere Sarrazin-Debattenmomente im Laufe der Jahre? Ich würde sagen, immer wieder. Also wir kriegen ja alle mit, wie diese Diskurse laufen. Ne? Also es ist so wie so eine Wellenbewegung eigentlich. Wir haben uns irgendwann zwischendurch mal ausgetauscht, als die... 2015 in dem berühmten Herbst, wo Deutschland seine... Schicksalsherbst. Dass der Rechtsstaat genau, den Bach runtergegangen ist. Genau, die Kontrolle verloren hat. Und genau. Und da war so eine Zeit, also ein Moment, wo, glaube ich, jede von uns drei Autorinnen kurzzeitig so eine leichte Entfremdung oder... Ich kann nur für mich selber sprechen, aber ich dachte, wow, irgendwie ist das alles noch so wie in unserem Buch? Also dieser Moment, wo dieser für mich tief, immer noch tiefgreifend humanitäre Entscheidung und zu sehen, ich war da lustigerweise gerade im Sabbatical und in der Türkei, wollte so eine Auszeit vom Journalismus nehmen und habe da das aber nicht geschafft, jedenfalls. Ja. Also, ich hätte mehr geschrieben als noch mehr. Naja, ich habe das sozusagen aus der Türkei beobachtet, was in Europa gerade passiert. Und natürlich, ich meine, die Geflüchteten gab es ja in der Türkei auch. Also ich meine, das Land hat ja sehr, sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Aber zu sehen, wie es dort war, ein Land, das wirklich auch versucht, alles zu tun, irgendwie, auch unter dieser Regierung, die nicht sehr beliebt ist und autoritär agiert und so weiter, zu Recht nicht sehr beliebt ist. Und dann in Deutschland, wo so viele Menschen geholfen haben und ja, ihre Wochenenden darauf verwendet haben, das alles, also den Menschen in Not zu helfen und so. Das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, irgendwie, das hätte ich so nicht erwartet. Und irgendwie hat es mir wirklich sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und ich habe mich so richtig mit Deutschland identifiziert, so das erste Mal so richtig. Das stimmt. Das hat nicht lange gehalten. Ich wollte es gerade sagen, war die Enttäuschung danach dann... Ja. Also, Entschuldigung. Also ich war immer sehr... Ich dachte, das liegt an der Distanz, dass ich im Ausland war, dass ich immer so ein bisschen vorsichtig mir das angeguckt habe, aber mit einer inneren Freude. Aber ja, klar. Also die natürlich muss man immer auch schauen, vieles ist schiefgegangen und Leute sind zu Recht auch enttäuscht. Und es gab einen großen Anschlag in Berlin. Man darf das nicht unterschätzen. Es muss natürlich auch, müssen darüber sprechen. So einigermaßen
die Gesellschaft ist einigermaßen, also finde ich, verantwortungsvoll mit diesem Anschlag auch umgegangen und hat sich quasi Trauer verweigert, muss man schon sagen. Hier in Berlin der Anschlag, auch ganz merkwürdig. Aber um nochmal ganz kurz auf diese Verläufe, diese wellenartigen Diskursverläufe zurückzukommen, jetzt ist im Moment, also ich beschäftige mich also journalistisch nicht mehr sehr viel damit, aber jetzt denke ich, huch, schon wieder Kopftuchdebatte. Und jetzt blinkt wieder die neue CDU-Vorsitzende rechts. Ich kann mir das politisch-strategisch erklären, warum sie das macht, aber ich denke mir einfach, diese, also ich persönlich jetzt, ich spreche da nicht als Journalistin, aber persönlich denke ich mir, dieser Kopftuchfetisch. Ist geil, ne? Es ist wieder da und es wird, ich glaube, es wird so schnell auch nicht weggehen. Es wird immer wieder kommen. Und also ich stamme selber aus einer säkularen Familie, aber republikanisch eingestellt. Aber ich habe meine Großeltern, also meine beide Omas haben Kopftücher getragen. Das ist irgendwie kein so ein Riesending. Ja, das glaube ich. So. Und ich sehe nicht in jeder Frau, die ein Kopftuch hat, sehe ich nicht die Debatte. Ich sehe erstmal den Menschen. Natürlich, oder was heißt natürlich, ich stelle auch in Frage, warum muss eine 6-Jährige ein Kopftuch tragen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, das kann man hinterfragen. Das ist okay. In erster Linie müssen das die Muslime auch hinterfragen. Das würde ich mir wünschen, als auch aus diesem daherstammende. Das ist diskussionswürdig, natürlich. Aber man kommt nicht weiter, indem man jedes verdammte Mal suchen Ping-Pong macht, sich fragt, warum sind diese komischen Leute so. Die Debatten drehen sich sehr oft im Kreis und kommen immer wieder. Aber und jetzt schweifen wir ein bisschen ab, weil es dann doch um das Thema Journalismus an der Stelle geht. Was du gerade gesagt hast, ist ja total nachvollziehbar. Und es ist auf der rechtlichen Ebene auch irgendwie ziemlich klar, da ist das Thema Kopftuch in Deutschland zumindest ziemlich vom Bundesverfassungsgericht halt irgendwie geregelt, darfst du tragen. Dann gibt es so komische Geschichten, wie jetzt zum Beispiel auch an der Uni Kiel, wo sie dieser einen Studentin verboten haben, einen Hijab zu tragen oder so. Aber Niqab, es war ein Gesichtsschleier. Was habe ich gesagt? Hijab, ja, so. Ja, ja, also nochmal. Also genau, Niqab-Verbot, also auch, wir haben drüber gepodcastet, auch irgendwie vollkommen absurd. Das wäre dann aber jetzt tatsächlich meine Frage dann an die beiden Journalistinnen, die vor mir sitzen. Warum wird sich denn dann noch an solchen Debatten beteiligt? Also ich meine, ich kenne das jetzt aus anderen Zusammenhang. Huefam und ich saßen uns ja im Zusammenhang Piratenpartei mal gegenüber als Politiker und Journalistin, die über den Politiker oder über das, was die Partei da macht, schreibt. Und wenn ich irgendwie kompletten Bullshit erzählt habe, dann wurde das auch als solcher, also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ne, aber es wurde ja jetzt nicht jeder Blödsinn, den ich gesagt habe, oder den ich dir gegenüber gesagt habe, automatisch gedruckt. Und ich wurde super kritisch befragt, ja, so nach dem Motto, Herr Lauer, wie wollen Sie das machen und wie hätten Sie das denn gerne und sind Sie da nicht ein bisschen naiv und lalala. Warum kann man denn dann nicht mit aller Entschiedenheit, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht so eine Fangfrage, das ist vielleicht ein bisschen naiv, wenn man in diesen Zusammenhängen ist, ist es natürlich anders, aber warum kann man denn dann nicht sagen, sorry, aber Kopftuchdebatte, da können wir uns mal wieder im Jahr 2030 oder so das nächste Mal dran beteiligen. Aber jetzt nochmal zum 95. Mal, nachdem irgendwie alles geklärt ist und man, also selbst wenn jetzt der Bundestag ein Kopftuchverbot beschließen wollen würde, es würde gar nicht gehen, es würde vom Verfassungsgericht kassiert werden. Also warum? Warum das Ganze? Warum gibt es dann trotzdem diese Debatten in den Medien? Ich glaube, dass seit 2016, aber auch in Deutschland, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, gibt es eine sehr tiefe Verunsicherung der Politik darüber im Grunde, ob wir in Anführungsstrichen die Menschen mit ihren Ängsten wieder in Anführungsstrichen
ernst genug nehmen. Wieder Anführungsstrichen. Ja. Ein Satz mit vielen Anführungsstrichen. Es gibt eine, das merkt man sehr, sehr stark, von Politikern, die das haben, nicht haben kommen sehen. Und gesehen haben, und es gibt in Rechtspopulisten in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, die auf diesen Themen, und es geht eben oft um Islam, und das Kopftuch ist ein sehr prägnantes Symbol dafür, auf dieser Welle surfen die irgendwie bis ganz nach oben. Und diese Verunsicherung überträgt sich natürlich von der Politik auch auf die Medien, die sie widerspiegeln, die darüber berichten, die angegriffen werden dafür. Auch die Zeit ist ja als liberale Zeitung bekannt. Und es ist unsere Stärke, dass wir versuchen, alle Seiten einer Debatte abzudecken. Aber auch da, es gibt einfach die Sorge, es gibt dann irgendwie unter Journalisten, glaube ich, auch die Sorge, auch eine Debatte, die es bei uns gegeben hat, wann haben wir zu einseitig berichtet? Haben wir in Anführungsstrichen wieder diese Leute da draußen nicht genug gesehen, weil wir halt anders sind als die? Und ich glaube, das scheint mir, für mich persönlich, scheint das ein Grund zu sein, warum wir immer wieder über Themen reden, über die wir schon so oft geredet haben. Und wo man eigentlich denkt, das ist doch eigentlich, es gibt ihm gar nichts Neues hinzuzufügen, weil wir sind ja schon beim letzten Mal irgendwie zu keiner vernünftigen Konklusion gekommen. Und es ist vielleicht auch gar nicht so sehr das Thema, was die Menschen so wirklich berührt. Ich glaube, die meisten Menschen, die wollen halt, dass irgendwie ihr Kind in eine vernünftige Kita geht und dass die Schule in Ordnung ist, dass die Wohnung bezahlbar ist. Solche Sachen, glaube ich, die berühren viele Menschen. Aber trotzdem verfangen wir uns immer in Debatten, die von Rechtspopulisten angestoßen werden. Und die AfD ist sehr erfolgreich darin, die Debatten zu besetzen. Und meiner Meinung nach hat es eben damit zu tun, vielleicht hast du noch andere Aspekte, aber meiner Meinung nach, ich beobachte einfach irgendwie so ein allgemeines Gefühl von what the fuck, irgendwie haben wir was Massives übersehen und was ist richtig und was ist falsch und was ist eigentlich der Kompass? Ist es, kurzer Einwurf, ist es auch so ein bisschen diese Angst, dass man immer vorgeworfen bekommt, man befände sich in Berlin und in Hamburg ja in so einer Blase, ja, wo alle Latte Macchiato trinken und in den Ökomarkt gehen. Und, aber wohl natürlich die Leute, die immer diese Latte Macchiato-Bilder zeigen, das sind die, die selber Latte Macchiato trinken. Ja, nein, ich mache dieses Bild. Nur noch mit Hafermilch. Jetzt endlich schauen wir mal kontrovers. Das soll mal gesagt werden. Das darf man ja gar nicht mehr sagen. Nein, aber das ist mir nur wichtig. Ich mache mir das ja nicht zu eigen, aber dieses Verunsicherungsding und dieses Angstding bemerke ich auch. Ich frage mich halt nur, woher das kommt. Auf mich wirkt das immer so, als würde man für sich eine Entschuldigung, also mal ganz blöd gesprochen, als würde man eine Entschuldigung suchen, um mal endlich so Zeug schreiben zu dürfen oder senden zu dürfen, was man schon immer mal machen wollte. Den Eindruck hatte ich insbesondere beim berühmten Silvester in Köln 2015, das war 16 zu 17, ne? Ja, das berühmte Silvester in Köln, wo ich für mich nochmal das Gefühl hatte, okay, hier bricht gerade ein Damm. Ja, da sind nochmal alle, da kommt jetzt nochmal das volle Ressentiment irgendwie raus und wir waren irgendwie zu tolerant, wir waren zu nett. Ich schweife gerade ein bisschen ab. Die Frage war. Das war auf jeden Fall so ein Wendepunkt. Ja. Aber sind es tatsächliche Wendepunkte oder, um auf das, was Ruhe gesagt hat, zurückzukommen, oder ist es, konstruieren sich da Leute irgendwelche Dinge, um dann Dinge zu tun, die sie eh vielleicht schon mal immer tun wollten? Oder sind sie zu sehr verunsichert? Vielleicht ist es eine Mischung. Also ich kann nicht in die Köpfe der Leute gucken. Also teilweise ist es sicher auch Ideologie, es ist die Abwehrhaltung gegen das andere, die anderen, die man, egal was passiert, einfach nicht da haben will. Ist natürlich ein Trugschluss, weil man wird diese Leute nicht mehr los. Es ist ja einfach bei 20%. Ich wollte gerade sagen, die Zahl hat mich jetzt nochmal so weggehämmert. Ja, also mindestens ein Elternteil. Ja. Aus dem Ausland stammt. Dann glaube ich,
habe ich immer so in den Debatten so das Gefühl, dass jeder so ein bisschen Angst hat, ihm könnte vorgeworfen werden, er würde irgendwas Unbequemes verschweigen oder er möchte so unbequeme oder so Igitt-Themen irgendwie nicht anfassen aus Angst. Oder man versucht irgendwie Rechtspopulisten einzuholen, manchmal auch rechts zu überholen, damit einem nicht vorgeworfen wird, man wäre irgendwie Multikulti gegenüber naiv. Also so diese ganzen Figuren, die in den Debatten herumschwirren, auch schon seit Jahren. Mir kommt es manchmal so vor, weil sich das immer wiederholt, manchmal so, also natürlich, klar, man muss sagen, erstmal gibt es natürlich auch Dinge, über die man reden muss, immer noch reden muss. Ich weiß auch gar nicht, ob das so, vielleicht weißt du das, ob das juristisch schon alles so ganz geregelt ist. Was denn? Der Staat alles noch nicht. Mit allen, die etwas anders sind, umzugehen hat. Also so zum Beispiel bekopftuchte, keine Ahnung, irgendwie Polizistinnen haben wir jetzt noch nicht zum Beispiel. Aber wie das dann wäre oder so, geht nicht. Geht, ich finde, das keine ist Ahnung. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch schon hast anklingen lassen, Christopher, im Zusammenhang mit der Kopftuchfrage. Die Kopftuchfrage ist rechtlich bis auf vielleicht kleinste exotische Fälle geklärt. Das hat man auch jetzt gesehen, als ja in der Woche, bevor es in Österreich richtig losgegangen ist, 2 Tage vorher hatten die ja noch das Kopftuchverbot für Kindergärten beschlossen. Genau. Das war ein Randbereich, da hat dann in Deutschland die Frau Wittmann-Mauns, die ja den Titel Integrationsbeauftragte trägt, hat gesagt, dass sie das ihrerseits absurd findet und so versucht, in die Debatte reinzugeben, dass man doch in Deutschland auch überlegt, ob ein Kopftuchverbot für Grundschüler oder Kindergartenkinder nicht angedacht werden sollte. Das ist so wahrscheinlich noch so einer der unbearbeiteten Bereiche des Bundesverfassungsgerichts, weil auf diese Idee wirklich noch keiner gekommen ist, da jetzt die Problematik zu sehen. Kita-Kinder mit Kopftüchern, weil es die einfach nicht gibt. Genau wie beim Burka-Verbot. Aber ansonsten für 3 Burka-Trägerinnen. Ich fühle mich durch diese Leute sehr bedroht. Es wäre noch mal. Ansonsten, ja. Ganz kurz zu Ende. Ansonsten ist dieses Thema Kopftuch durch. Da hat man einen ganzen Werkzeugkasten. Ja, sicher. Das ist für mich gleichbedeutend. Ja. Nee, aber es ist zumindest, da ist Klarheit. Das ist so da schön. Da ist Klarheit. Ne? Deshalb darf diese Debatte auch juristisch, gibt es die nicht mehr. Da hat man den ganzen Werkzeugkasten voll, den hat das Bundesverfassungsgericht schön voll gemacht. Diese Werkzeuge holt man raus, wenn wieder einer kommt, ob man jetzt nicht vielleicht auch zu Hause kein Kopftuch mehr tragen darf, holt man diese Werkzeuge raus. Da, das Verbot bringt es nicht, ne? Geht nicht. Burka. Da nimmt man den Werkzeugkasten raus, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, schraubt es zusammen, hat man klares Ergebnis. Mhm. Und so ist es bei vielen Dingen, glaube ich, dass die einfach schon durch sind. Und dass man sagt, juristisch durch heißt nicht, dass sie gesellschaftlich durch sind. So, diese Illusion mache ich mir nicht, aber es ist teilweise schon sehr hilfreich, gerade wo wir jetzt ja 70 Jahre und einen Tag auch Grundgesetz in Kraft haben. Spürst du es auch, ja. Ja, vor allem den einen Tag. Und ist es ja eine Möglichkeit, sich da auf wirklich sehr konsolidierte Werte rückzubesinnen, sich daran zu fragen und damit vielleicht auch diese Unsicherheit, die ja gerade hier auch beschrieben worden ist, diese Unsicherheit, bin ich jetzt zu liberal oder habe ich vielleicht ein Problem, weil ich das Problem gar nicht habe? Habe ich vielleicht ein Problem, weil ich gar nicht verstehe, welches Problem wirklich besteht mit den bösen Migrationshintergründlern, die es da gibt? Und ich verstehe das Volk gar nicht mehr, weil ich bei einer Wochenzeitschrift oder in einer Kanzlei arbeite, verstehe das Problem gar nicht mehr. Bin ich da vielleicht abgehoben oder arrogant? Und da kann man natürlich schon, und das ist auch so ein bisschen mein Appell als Jurist halt, da kann man schon auf ein sehr klares Instrumentarium zurückgreifen, das es nicht gesellschaftlich erledigt, aber doch einen sehr klaren Kompass bietet, wo die Richtung, wo die Reise so ungefähr hingeht.
Und das korrigiert dann eben auch diese Zweifel, die man natürlich haben mag. Ne, habe ich vielleicht deshalb keine Probleme, weil es mir auch materiell ganz gut geht, müsste ich nicht welche haben. Kann man da ja mal gucken. Und so Veranstaltungen, 70 Jahre Grundgesetz, das ist ja auch alles sehr schön, aber in der praktischen Anwendung ist es halt auch sehr, kann es ganz richtungsweisend sein, glaube ich. Vielleicht sind das ja auch so Themen, also immer wenn es um Identität geht, denke ich manchmal, das sind manchmal auch so Eskapismus-Themen. Also da kann, hat jeder eine Meinung, soll er auch haben. Der eine oder andere fühlt sich bedroht. Das haben wir auch bei unseren Lesungen oft gehabt, dass die Leute uns einfach gefragt, einfach, ja, die, also die Reaktion so auf das, was wir geschrieben haben, mir vermittelt hat, es geht einfach darum, man möchte das einfach nicht. Man möchte das nicht sehen. Das mit den Ausländern. Nein, ich frage jetzt nochmal nach. Dieses andere, also es ist anders als man selbst. Es ist, es ist ein anderes Lebenskonzept, meinetwegen. Also ich meine, aber dann haben wir oft gesagt, ja, aber Entschuldigung, ich, von mir unterscheidet sich das zum Beispiel auch. Also ich werde sozusagen, sagen wir mal zum Beispiel, ich bin auch einer von denen, werde ich so wahrgenommen, wo ich dann denke, ja, aber guter Mann, ich finde das auch einiges davon ziemlich zum Kotzen, was diese Leute, die sie in deren Gruppe sie mich stecken jetzt im Moment, finde ich auch vieles zum Kotzen, was die so machen. Oder ist auch nicht mein Lebenskonzept. Das Leben eines konservativen Muslim ist jetzt nicht das Leben, was ich gerne führen möchte. Und trotzdem als Demokratin und als Staatsbürgerin dieses Landes würde ich immer sagen, ich muss nicht dieser konservative Muslim sein, um dessen Minderheitsrechte einzufordern und zu sagen, das ist wichtig und das macht unseren Staat hier aus. So, das wäre da, wo ich gerne hin wollte. Ja, und das ist ja, mir ist jetzt im Kopf, ging mir das Wort erschreckend tolerant irgendwie durch den Kopf, weil das ja heutzutage, wenn man sowas hört, ja tatsächlich so alle mal 5 Grad sein lassen. So, jetzt mal Versuch. Wenn Ulrich sagt, juristisch ist da bei vielen dieser Dauerthemen eigentlich der Deckel drauf, da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Wenn es, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Bedürfnis einiger Medien, über rechte Themen zu reden, aus so einer komischen Angst daherkommt, man ist jetzt möglicherweise nicht rechts genug oder man übersieht irgendwas. Ich spitze das gerade ein bisschen zu. Aber ist es dann so eine Art Wahn irgendwie, wo man nicht mehr so richtig rauskommt, wo man die ganze Zeit im Kreis irgendwie dreht und sich dann irgendwie mit beschäftigt, obwohl es überhaupt keine reale Grundlage dafür gibt? Also ich glaube, das war ein interessanter Satz, den Özlem gerade gesagt hat, ne? Dass diese Identitätsdebatten auch was Eskapistisches haben. Weil was man ja schon sagen kann, es gibt natürlich Probleme und es gibt auch ein großes soziales Problem. Also wir haben, die Globalisierung hat eben dazu geführt, dass sehr viele Jobs, die vorher in den westlichen Ländern von Männern gemacht wurden, die nicht so viel Bildung hatten, aber viel Kraft, diese Jobs sind nach China gewandert. Es sind, glaube ich, 20 Millionen chinesische Arbeiter haben in den letzten 20 Jahren diesen internationalen Markt betreten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eine ganz bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft viel härter darum kämpfen muss, was ist meine Position hier, was ist meine Würde, wie kriege ich eine Frau, jetzt wirklich auch sehr zugespitzt gesprochen. Und es gibt eine vor allem in Ostdeutschland reales aber Problem. Absolut reales Problem, auch mit den Frauen zum Beispiel. Reales Problem in Nordengland, wo sehr viele Leute für den Brexit gestimmt haben, im Rust Belt der USA, in Frankreich und so weiter. Es ist nicht das einzige Problem, ich will das nicht darauf verkürzen, aber es ist auf einer Meta-Ebene gibt es eine große volkswirtschaftliche Verschiebung, die dazu geführt hat, dass insgesamt der Welt es besser geht. Aber in den westlichen Ländern gibt es sozusagen in dieser sogenannten unteren Mittelschicht von Leuten, die früher auch eine gute Perspektive hatten eigentlich, für die
ist es schon eine Bedrohung geworden. So ist die Welt schon eine Bedrohung geworden. Und da haben sich die Gewichte verschoben. Und ich glaube, das ist aber einfach nur meine ganz persönliche These. Ich kann das nicht genau belegen, aber wir haben halt zur gleichen Zeit eben die Aufwertung gehabt von Frauen, wir haben die Aufwertung gehabt von akademischen Berufen, immer mehr Leute konnten studieren und so. Und das heißt, wir haben schon viele Menschen, die vernachlässigt wurden. Dieser Impuls ist irgendwie, der Impuls ist schon richtig und die haben sicherlich auch Ängste und die sind natürlich auch die, die am ehesten unter Druck stehen, wenn irgendjemand aus Spanien kommt und sagt irgendwie, ich gehe auch auf den Bau und mach's aber für 8 Euro und nicht 10 oder so. Aber irgendwie, wie wir die Art von Debatte führen, hat irgendwie mit diesen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie sehr wenig zu tun. Ich glaube, es gibt aber einen Zusammenhang. Ja. Der ist aber sehr, sehr kompliziert. Ja, ich glaube, der ist sehr kompliziert. Mein Versuch ist da immer laienhaft. Ich glaube, das muss man auch mal tiefenpsychologisch angehen, sozusagen. Ohne dass ich wirklich Ahnung davon hätte. Aber dieses Phänomen, das du beschreibst, das vermute ich ebenfalls, dass es das gibt, dieses Abgehängt. Und es sind ja die ländlichen, abgehängten Milieus, die da die größten Vorbehalte gegenüber neuen Deutschen, alten Ausländern und Geflüchteten und sonst etwas haben. Dass aber ja der Zusammenhang, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass da ja überhaupt kein Zusammenhang, kein sachlicher Zusammenhang zu Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchteten, Flüchtenden oder ähnlichen Migranten besteht. Weil Angst, ne? Ist also der ist ja rein emotional. Also exactly. Ist ja, aber der Emotion ist ja nicht real. Emotion ist natürlich, wie Christopher Lauer auch sehr gut weiß, die stärkste Waffe in der Politik. Ja. Und Angst ist, ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich vor etwas Angst habe, dann vermischen sich die Dinge auch. Mhm. Oder man projiziert was von dem einen zu dem anderen oder einer hat einen genervt und dann ist man irgendwie von der nächsten Situation noch angepisster. Diese reale Abgehängtheit gibt es ja. Also ich meine, es war ja vor der letzten Bundestagswahl eigentlich ein Riesenthema, die Schwimmbäder, die geschlossen wurden, nicht mehr gepflegt wurden in kleineren Orten. Berlin. Bibliothek oder Entschuldigung, in kleineren Orten. Ja, aber auch überall. Aus Hamburger Sicht. Das Dogma Busse, der schwarzen Null. Ja, die Busse, die nicht mehr in die ländlichen Gebiete fahren, wo es keine Ärzte die gibt. Deutsche Bahn. Und. Also es gibt ja dieses reale, also die realen Defizite, so über die die Leute mit Fug und Recht abkotzen. Aber dieser Frust und dieser Ärger und diese Enttäuschung verlagert sich dann halt, also der Blick geht davon weg und verlagert sich so oft leider auf Leute, die da nicht unbedingt was dafür können. Ja, also, gar nichts dafür. Dann liest man halt, oder es muss einem dann, wenn man in so einer Situation ist oder in so einer Frustrationsschleife ist, muss es einen noch viel mehr ärgern, wenn man dann gleichzeitig diesen Anspruch immer wieder sieht und liest. So muss es einem vorkommen, so stelle ich es mir vor, von diesen Muslimen, die wieder irgendwas fordern oder diese Migranten oder so. Also natürlich gibt es diese Elitenverächtlichung, die ja für all das, für diese Misere da zuständig sind, die Politik. Und dann verlagert sich das Bild der Schwächeren auf die noch Schwächeren. So. Und darauf hat die Politik keine Antwort gefunden bis jetzt so richtig. So, und da haben wir doch jetzt wirklich ein ganz, also ich freue mich gerade total, weil wir gerade, nee, ich muss das wirklich sagen, ich freue mich gerade wirklich total, weil ich deine Analyse gerade nochmal sehr gut fand und jetzt auch nochmal den Übergang mit der Conclusio, okay, die Politik tut da nichts dran, also insbesondere die Nummer mit dem Eskapismus, das mit dem Angry White Man, kann ich super natürlich nachvollziehen, weil ich ja selber einer mal war, ne? Also wenn ich irgendwie super angepasst und top integriert in,
was auch immer gewesen wäre, hätte ich bestimmt nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwie da so bei der Piratenpartei zu powern, wie ich es gemacht habe. Und es ist tatsächlich witzigerweise so, dass, weiß ich auch noch genau, 2009 zurückgekommen aus China und mich beworben für so eine Stelle als wissenschaftlicher Dings da, in so ein 400-Euro-Job an der Uni. Und dann wurde die Frau mit derselben Qualifikation vorgezogen. Und da war ich auch super sauer. Und dann haben wir da, scheiß Frauenquote. Und der Witz ist, wenn ich heute da drauf gucke, denke ich mir so, ey, Kollege, mach dich mal ein bisschen locker. Das kann halt sein, dass du diese Gefühle hast, aber die sind nicht besonders berechtigt. Und da ist halt, das ist jetzt nochmal die Frage, die mich da an der Stelle beschäftigt, nämlich, ne, die Situation ist nicht besonders gut für einige, die sind da irgendwie sauer, aber muss man jede Angst, jede Wut da abholen? Also, oder um jetzt nochmal den Full Circle zum Anfang machen, wenn Leute aus was für Minderheiten auch immer von der Mehrheitsgesellschaft gesagt kriegen, jetzt stell dich doch mal nicht so an, jetzt gib dich doch mal ein bisschen zufrieden mit dem, was du hast. Warum fällt es dann so schwer? Ist jetzt voll vom Thema, vom Ursprungsthema weg, aber ich finde es gut. Warum ist es dann so schwer, diesen Leuten zu sagen, ja, wir fühlen deinen Schmerz, da und da sind die Probleme, aber ganz ehrlich, schalte mal irgendwie zwei Gänge runter, weil du bist witzigerweise nicht der einzige Mensch, der Probleme hat. Aus Angst. Aus Angst wovor? Vor den Reaktionen oder aus Angst, dass deine Gegenseite das Gefühl hat, er wird nicht ernst genommen. Also der ganz große Sport ist ja seit einigen Jahren, die Sorgen ganz besonders ernst zu nehmen. Aber passiert das real? Ich weiß es nicht. Also es ist doch immer irgendwie so eine Verwaltung von Emotionen. Vor der Wahl war ganz groß dieser eine junge Pfleger, der so einen Rant gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, in welcher Sendung das war, als die Bundeskanzlerin da war, meinte, ich bin Krankenpfleger, irgendwie, ich verdiene so und so wenig, macht Nachtschichten ohne Ende, bin in der Nacht alleine für 30 Patienten zuständig. Irgendwas läuft hier ziemlich schief. Der ging durch alle Zeitungen, die Kanzlerin kam in große Not, dem da live zu antworten. So, und was ist danach passiert, kann man sich fragen. Das so Thema ist nicht mehr so viral, wollte ich schon sagen. Aber ungefähr so viel wie in der Kopftuchdebatte, gar nichts. Und in zwei Jahren ist es dann kommt der nächste Pfleger, Pflegerin. Vor der Bundestagswahl gab es ja auch noch die, ja, das klingt jetzt so despektierlich, aber diese Reinigungsfrau, die dann, ich weiß nicht, auf irgendeiner Veranstaltung Sigmar Gabriel die Leviten gelesen hat oder so. Das fanden dann auch irgendwie alle für zwei Minuten total witzig. Jetzt ist sie auch nicht mehr in der SPD, ist entgeistert ausgetreten. Erneuerungsprozess hat sie wohl anscheinend nicht so überzeugt. Ich glaube, dass die Krise der SPD ehrlich gesagt auch Teil des Problems ist. Weil die ist, wenn wir darüber reden, warum haben die Politiker nicht mit diesen Leuten gesprochen. Also ja. Das ist ja das klassische SPD-Klientel sozusagen. Ne? Wieso haben sie nicht die Ängste genommen, sondern eher die Ängste zum Teil verstärkt durch ihr Lavieren? Ich fand, dass die SPD eigentlich von allen Parteien immer am stärksten laviert hat. Also bei der CDU, klar, da gab es Merkel und dann gab es aber eben die CDU, das wusste man. Und bei der SPD sind die immer so hin und her geschaukelt zwischen irgendwie, im Grunde, uns sind die armen Deutschen immer noch wichtiger als die armen Ausländer. Aber gleichzeitig, wir müssen aber trotzdem irgendwie eine humanitäre Politik machen und so. Die haben da nicht, Gabriel hat doch mal so einen Artikel geschrieben, auch bei uns, glaube ich. Oder war das nicht über Multikulturalismus oder so? Ja, der hat viele Artikel bei uns geschrieben. Und dass man den, ja, also dann,
Und ich glaube aber, dass dieses, also dieser allgemeine Niedergang der Sozialdemokratie, über den man ja auch gerne viele Witze machen kann, der ist aber auch ein Grund für den allgemeinen Aufstieg des Rechtspopulismus, weil es gibt diese Leute, die früher eine politische Heimat hatten, irgendwie in der Sozialdemokratie hier oder auch in anderen Ländern, die wurden ganz oft jetzt abgefischt von der AfD. Und weil die sich darstellen konnte als die Partei, die sich um, in Anführungsstrichen wieder, den kleinen Mann kümmert. Und das ist, finde ich, auf so einer Meta-Ebene auch sehr traurig. Also das ist, auch da kann man sagen, es ist irgendwie, das Bild ist so ein bisschen komplexer. Und was man ja auch sagen kann, ist der letzte Punkt, die Sorgen wurden ja ernst genommen. Also die Flüchtlingspolitik wurde ja von der Bundesregierung massiv seit 2015 verschärft. Also sie haben schon was verändert und es kommen nicht mehr viele Flüchtlinge nach Deutschland. Also, aber man redet immer noch über diesen Sommer. Exactly. Ne? Und die Sorgen sind immer noch da. Geißelt sich genau. Vor allem die Zeit. Aber die Flüchtlinge nicht. Ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist, diesen Zusammenhang aufzubrechen und wirklich massiv zurückzuweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen Bedürftigkeit, Armut am Rande der Gesellschaft und Migration an irgendeiner Stelle gibt. Denn wenn wir nicht aufpassen, wird es einen umgekehrten Zusammenhang geben, nämlich zwischen fehlender Migration und Armut der Bevölkerung, weil es natürlich an allen Ecken und Enden fehlt. Deshalb glaube ich, dass man diesem Zusammenhang einen ganz klaren Riegel vorschieben muss, insbesondere dem Zusammenhang oder insbesondere dem Mechanismus, dass man glaubt, Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen, indem man das Asylrecht verschärft. Das ist sachlich meines Erachtens grundfalsch. Aber ich glaube, da haben wir sowieso Konsens. Was ich auch eine sehr interessante Überlegung finde, ist, dass man dem Problem oder der Herausforderung mangelnder Integration auch von neuen Deutschen, die sich ja offenbar nicht richtig integriert fühlen, um das so zuzuspitzen, dass man diesem Phänomen dadurch begegnet, dass man dafür sorgt, dass es anderen einfach besser geht. Wenn die Leute zufriedener sind, werden sie auch weniger ausländerfeindlich sein, glaube ich. Das ist natürlich eher eine Utopie, aber dass man es jedenfalls nicht daran festmacht, wie das Asylrecht eingeschränkt wird oder ähnliches. Aber wird das denn auf dieser Metaebene diskutiert? Also weil auf mich wirkt ja gerade, wenn wir jetzt den Diskussionsverlauf und so angucken, dann wirkt das auf mich gerade so, okay, dieses Gefühl des Andersseins ist eher Eskapismus, ist eher, man wird, also nein, es ist nicht Eskapismus, sondern das Thematisieren ist, also das ist von der Politik oder innerhalb der Gesellschaft, also weiß ich nicht, dass Max Mütze die ganze Zeit über Frauen mit Kopftuch reden muss, ist möglicherweise nicht das eigentliche Problem. Ja. Wird denn weil du auch vorhin gesagt hattest, es gibt dann in der vietnamesischen Community eine Diskussion, sind wir nicht sichtbar genug? Gibt es dann auch eine Debatte möglicherweise, also in diesen Communities darüber, so nach dem Motto, ey, wir sind hier im Grunde genommen eigentlich nur so ein Spielball, wir werden hier instrumentalisiert in einer Tour den ganzen Tag so? Also ist da noch, also. Oder ist das viel zu abstrakt, gerade was ich formuliere? Also was ich jedenfalls bemerkenswert finde, ist, es gab ja dann auch den MeToo-Rassismus-Hashtag. Ja. Vor ein paar Monaten. Das wurde dann mit MeToo. TWO geschrieben. Wo Leute MeToo, über Rassismus-Erfahrungen genau. Geschrieben haben. Und ich fand das total interessant, weil ich, das klingt jetzt absurd, aber dann dachte ich so, oh, ich bin ja irgendwie alt geworden. Ja, total. Genau das denke ich. So, und total. Da ist ja diese neue Generation und wie die sich so äußern und so. Nee, im Ernst. Dieses Zurückschlagen. Ja, also das ist total etwas, was mir auch aufgefallen ist. Leute, die jetzt so um die 10 Jahre jünger sind als ich und 5 Jahre jünger als Rui, würde ich mal sagen, die verteilen Fuck-Offs. Die, ja, also da ist so eine Generation, die nicht mehr so
so verhandlungsbereit ist, wie wir es, glaube ich, noch vielleicht eher waren, auch wie wir es in unserem Buch zum Beispiel ausgedrückt haben. Also es sind die, die von Almans sprechen. Und Kartoffeln. Die einfach sagen, ey, nerv mich nicht mit dem Scheiß. Das ist jetzt irgendwie so von vorgestern. Und die gehen, also ich würde nicht sagen, die verweigern den Dialog, aber die suchen sich das einfach aus. Und wenn sie keinen Bock drauf haben, dann machen sie das nicht. So. Ich folge ja auch einigen, behaupte ich mal zumindest, oder denke ich mir zumindest, von denen auf Twitter. Ja, ist auch der einzige Grund, weil ich mir irgendwie denke, gut, ich habe ein bisschen mehr Reichweite, dann kann ich die retweeten den ganzen Tag. Ich finde diese Nicht-Kompromissbereitschaft finde ich sehr interessant. Finde sie offen gesprochen auch ganz cool, weil sie also auch mich zumindest, wenn ich das so lese, nochmal viel mehr zum Nachdenken zwingt. Als, ja, also dieser Goodwill. Ne? Also das ist ja, auf einer Metaebene müssen wir uns ja auch hier irgendwie die Frage gefallen lassen, okay, warum laden wir euch jetzt hier irgendwie ein? Ne? Dann können wir sagen, oh ja, wir haben so einen super toleranten Podcast, haben wir auch mal irgendwie drüber geredet. Frauen mit Migrationshintergrund und so. Also und das hatte ich noch auf dem Weg hierhin, auf dem Fahrrad hatte ich mir das auch gedacht, weil ich das ganz interessant fand, weil ich das jetzt die Tage auch noch mal mehrfach gelesen habe, die sich auch dann in solchen Debatten verweigern, noch mal zu erklären, warum ist das denn jetzt rassistisch? Das finde ich total, finde ich ein sehr bemerkenswertes Konzept, weil die einfach sagen, nein, das ist rassistisch. Und wenn du nicht weißt, warum es rassistisch ist, dann ist es nicht meine Aufgabe, dir hier kostenlos zum 95. Mal irgendeinem dahergelaufenen Typen zu erklären, es sind ja meistens Männer, machen wir uns nichts vor, irgendeinem dahergelaufenen Typen zu erklären, warum es rassistisch ist, sondern es gibt das Internet, lies es dir auf der Wikipedia durch, weiß ich nicht, guck dir irgendein YouTube-Video an, vielen Dank, thanks for coming to my TED-Talk. Ja. Ist das die Lösung? Ist das irgendwie effektiver, da mit dem Holzhammer, Vorschlaghammer? Also ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ich bin da auch eher so in so einem Beobachterstatus und habe darauf auch noch keine abschließende Antwort. Es ist ein neues Genre, würde ich mal sagen. Oder eine neue Art, damit umzugehen. Sie ist aggressiver. Also ich meine das jetzt nicht durchweg negativ, ne, sondern oder provokanter, nicht mehr so verhandlungsbereit, was ich teilweise verstehen kann. Teilweise schreckt es mich auch schon fast ab. Also ich rede, also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich habe die Nase gestrichen voll damit und nur weil ich Migrant bin, bin ich hier nicht irgendwie in der Situation, darüber reden zu müssen oder dir zu erklären, was Rassismus ist, warum. Bring mich doch gar nicht in diese Situation. So, das allein ist ja auch schon, also du kommst an und steckst mich gleich irgendwie in so diese Ecke oder so. Aber es ist nicht mein, in diese Schublade, es ist nicht mein Weg. Ich musste nur so lachen, weil ne, ich mir gerade die Situation vorstelle, es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, man kann nichts mehr machen, ohne in die rechte Ecke gedrängt. Ja. Nein, und ich muss deswegen darüber lachen, weil es da ein valides Argument ist. Ja. Das wird ernst genommen. Aber wenn, das ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, jemand irgendwie in die Migrantenecke gestellt wird, dann ist es keine valide Verteidigung zu sagen, steck mich bitte nicht in die Migrantenecke oder so, sondern dann soll sich jemand nicht so anstellen. Ja, du denkst halt, du weißt, wie diese Person sich sieht, aber in Wirklichkeit weißt du es gar nicht. Vielleicht ist ihr tiefster Wunsch innen drin, die größte Kartoffel von allen zu sein, aber dann kommt halt irgendjemand und sagt, ey, du, erklär mir das doch jetzt mal mit dem Kopftuch und warum macht ihr das denn immer so und so? Ich kann die Wut auch verstehen. Ich finde sie interessant. Es ist eine andere Wut als die wir versucht haben, so zu erklären nach Welche außen. Welche Wut ist das denn bei euch? Ich habe mich, also mir geht es auch so. Ich bin auch ambivalent, ganz offen.
Und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, ob es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun hat oder mit der Phase des Lebens, in der man sich gerade befindet. Also als wir das Buch geschrieben haben, war ich die sozusagen Neueste von uns dreien, auch die Jüngste. Ich bin immer noch die Jüngste, aber glaube ich noch noch so mit tausend sozusagen alltäglichen Überlebenskämpfen beschäftigt, einfach in diesem Umfeld. Und ich glaube, dass diese Wut sich akkumuliert hat aus vielen sozusagen, was Özlem vorhin auch beschrieben hat, Herabsetzungen, die man selber erlebt hat oder die man auch bei seinen Eltern beobachtet hat und die sie dann irgendwie ausgelöst werden dann durch einzelne Debatten. Und es ist wahrscheinlich eine Wut, die man nie so ganz loswerden wird, egal wo man ist. Aber ich würde trotzdem sagen, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal mit euch ein Buch schreiben würde, wenn ich jetzt noch mal über Deutschland schreiben würde, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen anderen Ton wählen, weil ja eben dazwischen dann auch dann doch dieser Flüchtlingssommer passiert ist. Und weil ich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr auch gesehen habe, wie schwierig es manchmal auch für die anderen ist. Also zum Beispiel mein Freund ist Deutscher. Und wieso lachst du so? Und der sagt halt, also wir haben zum Beispiel dann immer so eine Diskussion darüber, ob wir mal nach Vietnam fahren oder nicht. Und er meint halt so, er will nach Vietnam fahren, an den Strand gehen. Und ich finde das unmöglich. Und finde, es ist so irgendwie, wie kann man dann nur irgendwie mit so einem Touristenblick da drauf schauen? Und dann gleichzeitig, also fahren wir dann nicht nach Vietnam, an den Strand oder überhaupt nach Vietnam gemeinsam. Und dadurch, das führt aber natürlich dazu, dass er das dann halt noch weniger kennt. Und er meinte halt irgendwie, wie kann ich da am besten irgendwie mit dir drauf einsteigen? Also ich merke, dass es irgendwie so umstellt, dieses ganze Thema deiner Identität ist umstellt von irgendwie lauter verschiedenen irgendwie Warnpfeilern. Und du hast selber nicht so ein richtig geklärtes Verhältnis dazu. Und deswegen werden auch Sachen vielleicht getriggert, die gar nicht so böse gemeint sind. Also jetzt zum Beispiel Strand, Vietnam ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und trotzdem verbindest du es sofort löst es bestimmt sofort mit dir irgendwie so eine Abwehrhaltung aus. Also ich glaube, das würde ich auch sagen. Es ist bei mir ist etwas, was ich vielleicht auch gelernt habe durch die Reaktionen der Leser auf unser Buch. Oder auch den Leuten, die dann manchmal eben zu unseren Lesungen gekommen sind und direkt gesagt haben, hey, irgendwie, ich will nicht rassistisch sein, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal Angst, wenn ich die Straße runtergehe. So, und wenn man, glaube ich, für mich, ich versuche, oder ich habe jetzt ein bisschen mehr gesehen, auch von der anderen Seite, oder ich kann aber ein bisschen mehr verstehen, was auch die andere Seite das manchmal wirklich als schwierig empfindet, was keine Entschuldigung sein kann für Rassismus. Aber ich verstehe, dass es wirklich manchmal kompliziert ist, weil es ist nämlich kompliziert. Ja, es ist kompliziert, und ein Teil der Wut, wo ich dir gerade so zuhöre, ein Teil der Wut speist sich, glaube ich, auch bei uns, oder bei mir persönlich. Ich hatte halt nicht die Wahl. Ich musste mich irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, so. Stimmt. Mit allen irgendwie, auf allen Ebenen. Viele andere, die ich kenne, müssen das halt nicht. Die einfach aus Zufall hier geboren. Gut, ich bin auch in Deutschland geboren, aber meine Familie kommt woanders her. Und ich lebe aber in einem Umfeld, wo das mich immer dazu gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Dass man eigentlich woanders herkommt. Ja, es ist ja vielleicht so ein bisschen so wie mit den großen und den kleinen Geschwistern. Die Großen, die mussten da ein Thema, über das ich ganz besonders gut reden kann, weil ich keine Geschwister habe, aber weder Frau noch Migrant, aber okay.
jedenfalls erinnert mich das daran so ein bisschen. Die mussten sich da immer irgendwie große Kämpfe liefern, damit sie dann auch mal bis 20.30 Uhr aufbleiben durften. Und ja, die kleinen Geschwister, bei denen gibt es überhaupt keine Zeitbeschränkung mehr sozusagen. Ich finde jedenfalls diesen Aspekt, dass, wie positioniert man sich da, sagt man, mit dir rede ich überhaupt nicht darüber, entweder kapierst du oder kapierst es nicht, oder nimmt man doch einen etwas erklärenderen Ansatz ein. Das finde ich eine sehr interessante Überlegung. Ich glaube, dass jedenfalls aus meiner Sicht, ich bin ja sozusagen die Gegenseite. Ne? Also ich bin ja der so Fragen stellt, woher kommst du denn eigentlich wirklich? Und du bist doch nicht von hier, oder? Du siehst solche Fragen stellst du? Gestellt habe, bevor ich das kapiert hatte. Ja, sicher. Also und da frage ich mich so, was hätte mir geholfen? Und stelle fest, also die zu Beginn wäre es hilfreich gewesen, wenn mich überhaupt jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass das bescheuert ist oder als bescheuert empfunden wird. Ist zunächst nicht geschehen. Und dann des Weiteren, dass ich da eine klare Ansage bekomme und vielleicht auch eine Erklärung. Damit will ich nicht sagen, sind sie ja selber schuld, wenn sie es nicht erklären, müssen damit rechnen, diskriminiert zu werden. Aber ich weiß jedenfalls aus meiner unmaßgeblichen Perspektive, dass das ein Aspekt ist, der hilfreich ist. Genauso wie wenn eine Kommunikation irgendwie, wenn man im Streit ist, finde ich, ist es das Schwierigste, damit umzugehen, wenn jemand sagt, du weißt schon warum. Und dann sagt man, ich weiß es halt nicht so genau. Ich kann darüber spekulieren. Also die klare Ansage, klare Zurückweisung, klare Ansage, vielleicht schon ein Weg, der manchen jedenfalls ganz gut zu Pass kommt. Die Frage, die ich jetzt aber noch hätte zu dem, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr spannend mit dem, es ist kompliziert, also Stichwort Strand. Ne? Ich will da jetzt nicht zu sehr irgendwelche Beziehungsstreitigkeiten eingehen, weil ich hätte es wahrscheinlich anders gelöst. Aber nochmal die Frage, ist es denn wirklich komplizierter? Ist es wirklich komplizierter? Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die, da gibt es Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschen, ja. Da gibt es auch kulturelle Unterschiede, um es mal ganz offen zu sagen. Ja, also es ist ein Unterschied, ob die, weiß ich nicht, Schwiegereltern im real existierenden Sozialismus sozialisiert worden sind und noch immer von der Kinderbetreuung in der DDR schwärmen, was ich total nachvollziehen kann. Oder ob du dann halt irgendwie den Kapitalismus in Westdeutschland erlebt hast. Ja, ich war jetzt eine Woche in Freiburg im Bundesarchiv, was da in Baden-Württemberg irgendwie abläuft, hat ja mal mit dem, was ich aus Bonn kenne, was ich hier aus dem Prenzlauer Berg kenne, der ja, haha, ne, auch von ist Schwaben, doch Baden-Württemberg. Ist genau, wo, ne, danke für, das war das Stichwort. Nein, will damit nur sagen, also auch der, weiß ich nicht, Hesse und Thüringer und der Nordrhein-Westfale und der Bayer. Und auch sowieso immer, wenn Menschen zusammenkommen, ist es irgendwie kompliziert. Ist also die Frage für mich nochmal, wird es im Grunde genommen von denen, die behaupten, das sei jetzt aber nochmal ein extra großes Problem, weil hier irgendwie der Ausländer was damit zu tun hat, werden die zu ernst genommen? Ich ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Frage, weil bestimmt jeder seine eigene Art hat, mit seinem, keine Ahnung, mit seiner vertriebenen Vergangenheit umzugehen oder was weiß ich. Aber ich glaube doch schon, also einfach auch aus den Begegnungen mit anderen Leuten, die zu den sogenannten neuen Deutschen zählen, habe ich schon den Eindruck, dass diese Identität sehr komplex ist, weil es eben etwas ist, was oft schwankt, was oft so fluide ist. Es sind viele Leute, die in irgendeiner Form mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen sind und zum Teil auch eben schon von Kind auf gelernt haben, dass es irgendwie eine Welt zu Hause gibt und eine Welt da draußen. Ich glaube, ich bin keine Psychologin, aber ich glaube, dass das natürlich einen prägt. Es prägt einen auch, wenn man immer eben von anderen ständig gefragt wird oder hinterfragt wird oder zum anderen gemacht wird, was dann wiederum ja im Kontrast steht zu dem, was du eigentlich selber empfindest.
Von daher glaube ich, dass es ich glaube nicht, dass es per se problematisch ist, aber was ich einfach bei vielen Leuten beobachtet habe, ist, dass sie dass es nicht so geradlinig ist. Vielleicht kann man es so sagen. Sie haben nicht so eine geradlinige Identität. Und ich habe auch beobachtet, dass es irgendwie, wenn man andere Leute trifft, ist es sehr schwer, das zu erklären. Ich glaube, es ist sehr schwer. Es ist wahrscheinlich so, wie wenn man aus einer wirklich deutschen Familie kommt und man hat dann so eine, sagen wir mal, man hat irgendwie ein Großelternpaar, war irgendwie, hat dann eher so mit den Nazis angehangen und die anderen irgendwie waren im Widerstand. Keine Ahnung. Oder man, aber niemand hat je darüber geredet und es wurde totgeschwiegen. Man weiß nicht genau, wer war jetzt, wie war das jetzt bei dem oder bei dem und wie waren eigentlich die Eltern und haben sie mal gesprochen. Das zu erklären einer fremden Person ist ja auch fast unmöglich, was es für einen selber bedeutet. Und ich denke, dass es so vielleicht auch ist, also meine eigene Situation anderen zu erklären. Es ist die vielleicht auch in so diesem schwebenden Zustand sind, die können es vielleicht eher nachempfinden, weil sie halt ihre eigene Geschichte im Hintergrund haben, weil sie eben vielleicht das kennen, dass man nicht geradlinig ist, das vielleicht kennen, dass man oft gefragt wird oder das kennen, dass man hin und her switcht und so. Und das heißt natürlich nicht, dass man nur mit diesen Leuten befreundet sein kann oder eine Beziehung haben kann, aber ich glaube, einfach jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, wenn man so diese Sachen mit sich verhandelt, dann wird das sicherlich auch Auswirkungen haben auf die Leute, mit denen man zusammen ist und so, weil es halt prägt natürlich, wie man mit anderen spricht oder ob man Sachen erklärt oder ob man keinen Bock hat, Sachen zu erklären und so. Eine Frage noch zum Abschluss jetzt. Vielleicht kriegen wir das kurz geklärt. Mhm. Diese berühmt-berüchtigte Frage, wo kommst du eigentlich her? Wo ich mittlerweile auch gelernt habe, komplettes No-Go, auch ganz furchtbar, muss ich im Grunde genommen noch Hoi Pham um Verzeihung bitten. Das war tatsächlich so, wie wir uns kennengelernt haben, dass ich damals im schönen Heidenheim an der Brenz Hoi Pham gefragt habe. Das ist mir unfassbar peinlich, aber ich muss da jetzt drüber reden. Woher aus China sie denn kommen würde? Das ist ein Doppelfehler. Mit meinen krassen China-Kenntnissen. Ja, das war ultra peinlich. Aber wie gesagt, mittlerweile kann ich dazu, also wenn man was Peinliches gemacht hat, dann muss man es auch irgendwann ownen und irgendwie sagen, also es ist jetzt schlimmer, ich fände es jetzt schlimmer, eine Welt zu konstruieren, die erklärt, warum das total cool gewesen wäre, was der gemacht hat. Oder es zu vertuschen. Und dann zwei Jahre später kommt ein Video raus, wo ich dann auf der Couch sitze und das nochmal erkläre. Nein, aber jetzt mal, long story short, ich empfinde diese Frage irgendwie als No-Go. Es gibt Leute, die sagen, nö, das ist doch so what, das ist Konversation. Jetzt ist die Frage nochmal bei den, ich nenne es jetzt mal Betroffene, es nervt, das ist jetzt sehr suggestiv gefragt, es nervt schon, oder? Also, es kann nerven, aber also ich bin da auf dem Standpunkt, wenn mich das jemand fragt und er sich nicht damit zufrieden gibt, wenn ich sage, ich bin in Flensburg geboren, dann gehe ich so weit in die Familiengeschichte hinein, dass ich in Bulgarien lande und demjenigen noch erklären muss, dass die das im 15. Jahrhundert im Staatsgebiet Bulgarien. Ehrlich? Just kidding. Staatsgebiet des Osmanischen Reiches, prompt bin ich bei den Osmanen und laber den so voll, dass er irgendwie gar keinen Bock mehr hat. Nein, also ich finde, es kann, also prinzipiell möchte ich niemandem irgendwie was unterstellen, so. Aber wenn es dann in so eine Richtung bekommt, zwischen den Zeilen, ich verstehe, du kommst da und daher, wann gehst du eigentlich wieder zurück? Also bekommst du wirklich, 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 nein, Flensburg kann nicht sein, nein, Schleswig-Holstein kann nicht sein, nein, Hamburg kann auch nicht sein, jetzt komm, jetzt sag mal, also ich sehe doch, dass du anders bist, du siehst ein bisschen anders, Griechisch, Spanisch, irgendwie kann alles sein, jetzt sag doch mal. Also wenn derjenige sich nicht zufrieden gibt mit dem, wie ich mich
definiere, und ich meine, wenn ich eine Antwort gebe, dann ist es ja eine Selbstdefinition des Ortes, von dem ich mich zugehörig fühle oder das nach außen so zeigen möchte in dem Moment. Wenn derjenige sich damit nicht zufrieden gibt, dann versucht er dich zu patronizen und dann wird es ein No-Go für mich. Ich wollte nur sagen, dass ich bestimmt sehr angepisst reagiert habe. Ja, total, aber auch vollkommen zu Recht. aber auch gleichzeitig es ehrlich gesagt vergessen hatte. Ja, ich vergesse sowas leider. Ja, nie. Und das, offenbar war das auch dann ein relativ traumatischer Dialog, was mir dann im Nachhinein auch irgendwie leid tut. Und, nee, aber überhaupt gar nicht von deiner Seite aus, sondern ich merke mir halt einfach, das ist ein Problem von mir. Ich merke mit Storm bekommen, nein, wusstest ich, gar nicht, nein, was los ich war. Ich merke mir auch Sachen, die ich in der vierten Klasse mal irgendwie peinlich gemacht habe. Das war jetzt nichts besonders Traumatisches, aber wo ich mir so im Nachgang denke, so, oh, das kannst du nicht machen. Es ist auf jeden Fall sehr nett, dass du es nochmal erwähnst. Nee, kein Problem. Und ich würde sagen, also mich hat es schon genervt, weil tatsächlich oft Fragen genau diese auf diesem Niveau ich bekommen habe. Also wo dann sozusagen dich dann einfach so, weiß ich nicht, fand ich halt so also ein bisschen einfach nachlässig sozusagen im Umgang mit der anderen Person. Und inzwischen ist es so, auch gerade nachdem wir dieses Buch geschrieben haben und es ja in der Welt ist, dass meine Eltern aus Vietnam stammen und ich hier geboren bin, sage ich es einfach. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, also ich mache dann nicht den provokanten Lackmustest und verwickel die, also ich sage dann einfach, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aus Vietnam. Ich will nicht mehr darüber diskutieren, also in die eine oder andere Richtung. Ich will es einfach den Fakt sozusagen hinter mich lassen. Und ansonsten glaube ich, also wenn es, wie gesagt, auch das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache. Jeder empfindet es unterschiedlich. Aber ansonsten kann man sich, glaube ich, an die ganz normalen Regeln des sozialen Anstandes halten. Und wenn man merkt, ja, ist eigentlich ganz einfach. Ja, wenn man merkt, die andere Person hat irgendwie keine so Lust, irgendwie darüber zu reden, wieso dann noch fünfmal nachhaken. Ja, aber ich meine, du merkst es doch. Aber das ist ja genau der Punkt, weswegen ich nochmal die Frage gestellt hatte, weil klar, wenn man irgendwie eine Grundschule besucht hat und zu Hause nicht von, weiß ich nicht, Tauben erzogen wurde, also den Vögeln, nicht tauben Menschen, dann müsste einem klar sein, wie das geht. Es wird aber genau wie das Kopftuch und, weiß ich nicht, alle möglichen anderen Dinge immer wieder politisiert werden. Ja, weil werden, einige Leute ja glauben, sie dürften das. Es wäre, sie hätten das Recht dazu. Mhm. Ja. Ich bedanke mich total bei Islam Topshow und Hue Pham, dass ihr hier wart und mal drüber gesprochen habt, worüber wir sonst nur aus unserer Allmann-Perspektive sprachen. Immer wieder gerne. Vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Danke irgendwann. Für die Einladung. Danke. Ja. So, was ihr jetzt nicht hört, ist, dass wir eine ganz kleine Pause hatten. Ulrich und ich hatten noch ein bisschen diskutiert, ob wir noch ein bisschen was anderes machen, kamen dann zu dem Schluss, dass es aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und weil Ulrich noch Termine hat und weil wir beide dieses Gespräch sehr, sehr schön fanden, wir nichts anderes mehr machen. Oder, Ulrich? Das ist richtig. Obwohl es viele Themen gäbe, wie immer. Wie immer. Der Haselsteiner kriegt immer noch Aufträge. Der Haselsteiner. Und wir müssen die Welt sich selbst überlassen bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast, der aber dann demnächst stattfinden wird. Zeitnah, wie man in den Büros auf und ab dieser Welt sagt. Sagt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat mich sehr gefreut, dass ihr es auch wieder bis hierhin geschafft habt. Wir danken nochmal den Gästen. Wir bedanken uns auch nochmal extrem bei den Gästinnen, bei Hue Pham und Özlem Topshu, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu reden. Das war wirklich sehr erhellend für mich nochmal. Liebe Hörer und Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Insbesondere vielen Dank für eure Unterstützung. Es gibt diesen Podcast auf iTunes, auf YouTube, auf allen möglichen anderen Kanälen. Guckt auf der Webseite www.lauerundwehner.de. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
wenn es heißt Lauer und Wehner, der Podcast mit Christopher Lauer und Dr. Ulrich Wehner. Und ja, dann mach's gut. Tschüss, auf Wiederhören. Und wenn ich das noch vor der Europawahl veröffentlichen sollte, geht wählen. Ja, während der Europawahl wirst du es ja veröffentlichen können, denn sie hat ja schon angefangen. Ulrich, vielen lieben Dank. Das Vereinigte Königreich hat gewählt. Ja. So. Nicht, dass du es nicht wüsstest. Danke, für, dass du mich noch mehr erinnert hast. Das ist also der klassische Gerichtssaalreflex. Irgendwas falsch, gleich aufstehen und sagen falsch. Falsch. Okidoki. Also, gehabt euch wohl. Macht's gut. Tschüss.